Da steht ein Flieger. So, da seid ihr ja wieder. Willkommen zurück zum... Jetzt wackel hier nicht so rum. American... Oh, guck mal. Truck Simulator. Ein Fenster. Ja. Das war jetzt nicht sehr angenehm, hier zu schlafen, so quer über die Sitze. Mir tut noch der ganze Rücken weh und alles. Boah. Naja, gut. Wollen wir mal nicht beschweren, ne? Wollen ja Geld verdienen. Da muss man auch ein bisschen leiden. Erstmal aus dieser scheiß Parklücke raus. Nee, noch falsch lenken. Jetzt tut er noch falsch lenken. So. Aber wenigstens ist das so groß gebaut, dass man hier vernünftig rausfahren kann. Ach ja. Übrigens, willkommen zurück. Nur, dass ich das nicht so im Eifer des Gefechts vergesse. Wir wollen links. Die Tankstelle rum. Mal erstmal gucken. Jetzt müssen wir hier links und dann sofort wieder rechts und dann. Dann halt Stopp. Erstmal gucken. Hier kommt keiner. Da. Und schönes Auto. So. Bam. Hey, sag mal. Also, recht flott der Kleine, oder? Bevor der jetzt da losfährt. Guck mal, da komme ich angefahren. Ach, der geht jetzt... Jetzt, wo es hell ist, geht der pennen. Ja, toll, ey. War clever, hä? Blinker an und schon fährt er einfach. Bin ich schon mal hier lang gefahren? Das sieht so erkundet aus. War ich hier schon? Sind wir auf dem Hinweg hier hin? Ich weiß nicht. Kann mir mal einer sagen, wie man hier mit 75 Meilen durchfahren soll? Ach, mich juckt das Ohr. Hilfe. Oh, sieht doch schön aus hier. Ja, ich krieg wieder einen Euro von euch. Jedes Mal, wenn ich schön sage, kriege ich einen Euro. Schön. Ja, irgendwie, ne? Ja, du. Ich muss mal die Maus bewegen. Moment, so. Zack. Ich hoffe, wir können jetzt mal ein Stückchen geradeaus. Interessant, sehr interessant. Da steht ein Flieger. Cool. Das ist jetzt aber hier kein Flugplatz, oder? Das passt doch gar nicht. Da war doch jetzt kein Flugplatz. Die haben doch die Flugzeuge nur dahingestellt, damit wir Schwere haben zum Einparken. Einen ganz anderen Grund, komplett anderen Grund kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, auch wieder viele Firmen. Da ist die Stadt, aber dann sieht man. Hä? Also das haben sie gut rübergebracht, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Dieses Feeling.
Und endlich keine deutschen Straßen mehr. Das ist cool. Also sagt mir, was ihr wollt, das ist cool. Wenn ich mal vernünftig fahren würde. Aber gibt's so viel zu gucken. Ich kann doch nichts dafür. Wo muss ich jetzt hin? Also die zweite Ausfahrt. Ne? So, die hier. Ja, passt schon. Da hinten müssen wir schon wieder abfahren. Da sind wir schon fast da. Ja, sehr schön. Sehr schön. Heute hätten wir gar nicht fahren dürfen. Na klasse. Ist hier Autobahnende. Moment. Ich muss mal eben Hüsterchen machen. So, wieder da. Wo wollen wir hin? Ja, links wollen wir, ne? Aber diese Zäune sind scheiße. Du siehst da nichts durch. Kannst du eigentlich nur durchtasten. Ja, passt schon. Ja, und sowas hatte ich die Woche auch. Fällt mir gerade so ein. Wenn man hinterm Koblenzer Kreuz die 48 Richtung Trier weiterfährt, hat man direkt dahinter ist irgendwie so eine komische Baustelle. Und ja, dann bin ich ganz normal auf die Baustelle alles zugefahren auf dem Rückweg, hatte auch nichts geladen und ich muss ein bisschen aufpassen und ja, war an der Baustelle war 60 km/h, okay, ist ja nun mal so und naja, fahr dann, bremst dann halt ein bisschen runter und hab vorher den Tachomat schon so Tempomat so auf muss mal hinter der Halle, ne? Ja. Auf 85 eingestellt. Weil immer so Baustellen fahre ich dann immer so 82, 83, maximal 85. Und ansonsten fahre ich so 88, 89. Aber da hinten müssen wir rein. Mich verarschen, ne? Ihr wollt mich doch jetzt verarschen. Ne. Never. Never ever. Einmal umdrehen, da muss ich komplett einmal umdrehen. Hat mir wohl nichts anderes übrig. Da muss ich rückwärts reinfahren. Na toll. Ganz tolle Bratwurst. Oh, jetzt sehe ich da noch nicht mal was. Das war zu spät. Also wie gesagt, bin ich dann also mit 60 km/h in die Baustelle reingefahren. Ganz normal halt. Und
Ja, dann kam wieder dieses 80 km/h Schild. Dann habe ich den Tempomat eingeschaltet und bin dann halt durch die Baustelle gefahren. Ja, und dann war neben mir ein Auto. Jetzt frag mich nicht welches. Ach Gott, ich fahr mir, ich gurke mir hier eins zusammen, das ist unglaublich. Der fuhr dann neben mir her. Ja, ich habe dann, wie gesagt, den Tempomat wieder reingeschmissen. Ich lasse den Hänger einfach hier stehen. Geht leider nicht. Ja. Und habe dann so auf meine knappe 85 beschleunigt. So, das sieht doch schon gut aus. Irgendwie fahre ich viel zu schnell. Ich sollte viel langsamer fahren. Dann sieht man auch mehr. Boah, ist so schlecht zu sehen, ne? Zumal ich da hinten hinter um einen Anhänger rum muss. Na, vorsichtig. Schön vorsichtig, langsam. Wird schon irgendwie gehen. Ja, und dann, weiß ich nicht, ich habe dann eigentlich genauso schnell beschleunigt wie auch der neben mir. Und der fuhr und fuhr neben mir und überholte nicht. Und da fuhr der genau mit 85 neben mir. Oh, ich denke, was ist das denn für ein Blödmann? Entweder überholt er jetzt oder der dreht sich hinter mir ein, ne? Ja, dann wird er ein bisschen schneller und ist dann so knapp vor mir rübergezogen, dass ich voll in die Eisen steigen musste. Am liebsten hätte ich, Mann, ich muss mal ein bisschen konzentrieren. Ich weiß nicht, ob das so passt. Wartet, wartet. Gucken, gucken. Ich will nicht neben den anderen Hänger knallen. Ah. Bin ich natürlich vor dem Hänger. Ah, Mensch, grrr. Mano! Das war nix. So, müssen wir noch ein bisschen weiter zurück. Ja, also wie gesagt, ich musste so in die Eisen steigen. Echt. Ich habe gedacht, jetzt ist alles vorbei. Das waren wirklich nur Zentimeter. Natürlich hat er das extra gemacht. War ja klar. Das hat dem gewurmt, dass ich dann so flott beschleunigt hatte und ihm nicht vorbeigelassen habe. Mich umgefahren? Nö. Wieso sollte ich? Ein bisschen rum. Ah, komm. Jetzt wird schon. Jetzt wird schon. Irgendwann kann ich das auch ganz perfekt. Zaun lass mal stehen. Aber ich kann euch sagen, dann geht im ersten Moment, hast du das Herz in der Hose hängen. Oh, Jesus Maria. Übrigens, so wie sich das Lenkrad jetzt im Spiel bewegt, so bewege ich mein Lenkrad auch. Ich habe nämlich hier dieses G27. Das steht auf 900 Grad. Wobei ich sagen muss, da ich ja weiß, wie sich so ein Auto lenkt, kommt das schon sehr, sehr realistisch rüber. Also, warte mal, kriege ich das jetzt so irgendwie? Aha, komm. Bisschen, ja, das hängt man ab. Tatsächlich, guckt euch das an. Wie cool! Ja, nee. Ach so, ja, ich habe geschlafen. Toll. Aber ein Punkt haben wir. Und da können wir wieder einen beimachen. Zur berechtigte Fracht, jawohl. Ein Level aufgestiegen.
Sehr gut. Sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. So. Weil es ist Langeweile. Geh mal, ich bin hier auch. Hey, Kumpel! Ha, der reagiert sogar. Nee, ne? Das war jetzt klasse. Das war jetzt richtig klasse. Oh, Mann. Hätte jetzt nicht mit gerechnet, dass der so in meine Richtung guckt. Ja, das war gut. Der war gut. Jo, dann gucken wir mal. Lassen wir uns mal die nächste Fracht anzeigen, ne? Wir wollen ja ein bisschen weiter. So. Zack, zack, zack. Ja, gucken wir mal. Nee, nee, nee. Dahin. Dahin. Gucken wir. Nächste Seite. Dahin. Oh, da ist so ein... Sollen wir mal dahin fahren? Ja, das ist falsche Richtung. Ey, da fahren wir lang. Das sieht gut aus. Das sieht richtig cool aus. Das nehmen wir. So, wo haben wir denn? Müssen wir denn den Trailer abholen? Ah ja, dürfen wir erstmal ein Stückchen fahren. Und auf geht die Post. Tanken sollten wir auch mal irgendwann, ne? Ja. Haben wir noch halb voll? Haben wir irgendwo eine Tankstelle? Mal eben über die Karte gehen, dann können wir an der Tankstelle vorbei lotsen. Irgendwo sind wir noch. Ach, da oben sind wir. Da kann man pennen. Da ist irgendwas. Ich habe doch eine Tankstelle gesehen. Nein. Bin ich blöd? Ich habe doch eine Tankstelle. Ach, da ist eine Tankstelle. Da fahren wir ja eh dran vorbei. Da fahren wir ja eh dran vorbei. Na gut. Dann. Jut. Die Hupe. Die Hupe. Eine LKW-Hupe, verdammt. Na, kommt noch was? Nee. Boah, ist das schwer zu erkennen. Vielleicht fällt mir ja noch was. Das war so eine stressvolle Woche. Du kannst gar nicht so schnell irgendwo denken und ja, na gut, das Kurioseste, was ich gefahren habe, war ein Auto. Wie sage ich das jetzt am besten? Ich will da keine Werbung machen, also die haben vorne so einen Stern drauf, glaube ich. Es war dann einer mit ohne Dach. Zumindest mit einem Hardtop, was sich elektrisch auf und zu fahren lässt. Und ich tue mal eben tanken, ja? Dann erzähle ich weiter. Hopp, fertig. Jo, eben bezahlen gehen wir nicht für euch da. Trapp, 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 trapp. Trapp, 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 trapp. Klack. Hoppel, hoppel, hoppel. Wackel, wackel, wackel. So, jetzt sitze ich drinnen. Ja, ein bisschen realistisch müssen wir das schon machen, oder? Immer was im Spiegel, immer was, da kommt nichts, da kommt nichts, da kommt nichts, da kommt nichts. Dann los. Ja, der gute Herr, ich weiß nicht warum, was er gemacht hat, auf jeden Fall hat er das Dach, hat er wohl da geparkt und hat versucht, das Dach zuzumachen.
Das heißt, die Kofferraumhaube klappt dann ja so komisch auf. Und dann kommt ja das Verdeck rausgefahren. Und genau da ist er dann stehen geblieben. Ach gut, müssen wir erstmal hinfahren. Okay. 22. Nur ein ganzes Stück zurückfahren jetzt hier. Ja, schauen wir mal. Ja, und dann stand er da auf dem Parkplatz. Mit dem senkrecht hochstehenden Kofferraumdeckel. Naja gut, nicht senkrecht, aber so fast senkrecht. Ich würde sagen, der stand so bei 270, 80, 280, 285 Grad so ungefähr stand der. Und nichts bewegte sich mehr. Es ging nicht auf und es ging nicht zu. Das heißt, man kann auch so nicht fahren. Wenn er jetzt gefahren wäre, weiß nicht, das sind so dünne Scharniere und brechen die nachher weg, wenn du Pech hast. Oder verbiegt sich irgendwas und dann geht gar nichts mehr. Dann kostet das mal eben 3.000 oder 4.000 Euro so eine kleine Reparatur. Man kann, es gibt irgendwo so Entriegelungshebel, da kann man das dann kurz schließen und mit der Hand zudrücken. Aber bei solchen Autos und bei relativ neuen, der hatte gerade mal 7.000 Kilometer gelaufen, lass mal lieber die Finger davon. Das wird nichts. Wenn du da nämlich was kaputt machst, das wird richtig teuer. Also habe ich den dann Einfachheit halber einfach rückwärts draufgezogen, so dass der Wind nicht in den Deckel reingreift, sondern naja, so ein bisschen drüber weggeht und zumindest habe ich ja auch das Führerhaus. Das hält ja dann auch ein bisschen Wind ab. Und so habe ich den dann zur Werkstatt gefahren. Die Leute haben alle doof geguckt, aber willst du machen? Das war am Donnerstag, glaube ich. Freitag? Was habe ich Freitag? Weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall am Samstag. Bin ich, na guck mal, ist gleich Viertel vor, ja, so müssen wir denn da oben irgendwo rein, da müssen wir irgendwo hin. Ja, hab, willst kannst nicht Auto fahren oder was? Boah, sind die Amis doof, ey. Ich habe auch eine Hupe. Nee, ich hupe nicht, das ist keine Hupe. Ja, da habe ich am Samstag habe ich halt, hier muss ich hier. Irgendwo muss ich doch hier rein. Ich fahre einfach mal hier rein. Schauen, was passiert. Ja, müsste schon richtig sein. Habe ich auch ein Auto nach Mönchengladbach gebracht. Und auf dem Rückweg habe ich dann eins von Viersen abgeholt. Das musste nach Sankt Goar. Genau, Sankt Goar musste der hin. Ungefähr. Ah ja, da ist er. So. Da steht der Trailer. Glaub, der hubbelt nicht rüber oder was? Erstes Mal, ja. Dann wieder Kurbel gucken. Ist sie jetzt rechts oder links? Weiß ich gar nicht. Auf der Fahrerseite? Nehme ich einfach aus dem Fenster beim Hochkurbeln. Ich stehe so beschissen.
passiert da was, wenn man... Tatsächlich. Oh, fertig. Cool, cool, cool. Ja, das war dann auch so ein Pflegefall. Alles eingepackt, falls es mal... Und zwar hat das Ding einen Unfall gehabt, der ist wohl irgendwo hinten richtig drauf gebrettert, aber richtig drauf gebrettert. Ja, hat selbst das im Motorgetriebe alles hat dann aus der Halterung rausgerissen und nach vor die Rückwand, vor die Spritzwand gedrückt. Und ja, man hat auch den Gang nicht mehr rausgekriegt, das heißt, man musste sich ins Auto setzen und die Kupplung treten, damit man den überhaupt bewegt kriegt. Und er hatte dann auch das Problem, dass das Verdeck offen war und nach dem Unfall ist erstmal alles abgeschaltet. Dann geht gar nichts mehr. Ließ sich das Verdeck also auch nicht mehr zufahren. So, das heißt dann 180 Kilometer Cabrio fahren. Sehr schön. Nur... ja. Etwa wohl Regen angesagt. Da habe ich mal vorsichtshalber Folie, Klebeband und so was alles eingepackt. Falls man es braucht. Und dann bin ich gefahren. Und bei jeder großen Wolke. Da habe ich gebetet. Bleib oben. Bleib oben. Nicht runterkommen. Bleib oben. Boah. Ich hatte nämlich keinen Bock, da Dinge noch komplett einzuwickeln. Der schöne Belair. Ach Mensch, Jungs, also komme ich doch sowieso nicht rum. Was soll der Quatsch denn? Ach, ihr seid so dumm, seid ihr alle einfach. Ich komme so nicht um die Ecke, das geht nicht. Fahr! Ah, nee. Kann nicht sein, ne? Und wenn der nächste stehen bleibt, dann fahre ich einfach. So, jetzt könnte er mich am Arsch lecken. Jetzt fahre ich einfach. Warum fährt der nicht? Na, scheißegal jetzt. Du bleibst jetzt stehen. Mann, ihr blöden Männer. Komm ich rum, ohne anzuecken? Na, Gott sei Dank. Ja, was soll ich erzählen? Bin ich dann, ja, schön. Konnte ich von Viersen aus gleich schön die 61 durchfahren, bis dahin, wo ich musste. Soweit hat das ja alles gut gepasst. Und dann... war ich an der Abfahrt. Jo, fahren wir hier runter. Apropos, hier müssen wir auch gleich runter. Die Folge ist zu Ende. Also fahren wir noch bis zur nächsten Ecke und dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Dann zähle ich auch zu Ende. Brauche ich jetzt nicht mehr. Nur wie gesagt, die 61 runter und dann an jeder Kirche angehalten, Kerze angezündet, damit ja kein Regen kommt. Gut, dann sage ich schon mal tschüss, bis gleich. Wir sehen uns an derselben Ampel wieder.